Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlichst willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey. Wir suchen jetzt ganz schnell die verdammte, verfluchte, elende... Moment mal, hier nervt gerade irgendwas. Diese Karte, die wir brauchen, um da in diese komische Kapsel reinzukommen, wo sowieso nur Schrott drin sein wird. Und wenn wir die nicht finden, dann gehen wir einfach so weiter hoch zu Alex Büro, um da den Tresor wenigstens noch aufzumachen, und dann gehen wir weiter zur Datenzentrale, um einfach das Hauptquest weiterzumachen. So. Das ist, wie gesagt, ich bin sehr verwirrt, dass das halt kein eigenes Ziel ist. Da drüben waren wir schon. Diese Karte zu finden, deswegen macht es das ein bisschen schwieriger. Aber soweit ich weiß, soll die auf irgendeinem Computertisch. Schrank, Computerschrank oben drauf liegen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal hier um. Okay. Wir haben ja noch ein paar Schränke, vielleicht liegt es hier irgendwo oben drauf. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Weißes Rauschen. Der wegen der charakteristischen, einem Rauschen ähnelnden Flecken in den Augen der Opfer, weißes Rauschen genannter Zustand, ist mehr als nur eine Krankheit. Und es ist mehr als die wilden, fast Medizin... Was? Medizin-Mann-artigen Behauptungen über Psi-Fähigkeiten. Ich erinnere an dieser Stelle nur an Dr. Dayo Igwe. Es ist der Entzug von Rechten. Es bedeutet, dass Opfer niemals Neuromods erhalten und auch ihre Gehirne nicht kartografiert werden können. Es ist das Ende all dessen, was eine Person ausmacht. Was nimmt sich Transstars heraus, dies zu entscheiden? Wollen wir zulassen, dass sie ein biologisches Kastensystem für die menschliche Rasse etablieren? War ich hier noch nicht, oder was? Warum liegt hier noch Zeug rum? Merkwürdig. Okay, hier waren wir jetzt auch, da ist nichts. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Ja, hier sind wir noch nicht gewesen, sonst hätten wir logischerweise die Leiche etc. und alle schon gelootet. Naja, da hat es doch fast schon gelohnt. Nicht. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Volontärsbereich. Moment, wir sind jetzt... Na egal, komm. Wir durchsuchen das jetzt hier noch schnell. Da drin waren wir ja anscheinend auch noch nicht. Hä? Welcome, Volunteers. Hallo. Ach, jetzt sind wir hier oben, alles klar. Und wer geht denn auf den Sack? Wirklich Finisher Moves, ich wusste das nicht. Das hat ein bisschen Energie gekostet. Es gibt wirklich Finisher Moves mit der Rotzange. Warum hat denn das denn keiner gesagt? Aber die sahen jetzt bisher zumindest noch nicht so spektakulär aus. Ja, hier oben waren wir auch noch nicht. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Vielleicht haben wir deswegen die Karte auch noch nicht gefunden, weil wir einfach hier oben noch nicht waren und die irgendwo hier oben vielleicht ist. Das wäre natürlich gut möglich. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ne, komm, wir gehen jetzt erstmal das hier chronologisch ab, sonst kommen wir wieder komplett durcheinander und wissen nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Dann haben wir auch wieder große Schränke. Hier war erstmal gar nichts. Psi-Hypno, sehr gut. Haben wir fast keins mehr. Eins, hä?
Ach ja, stimmt, das andere, was wir gefunden hatten, das war dann schon benutzt im nächsten Kampf. Oder das haben wir dann direkt benutzt im nächsten Kampf. Hier oben. Gehen wir nicht hin. Ich glaube, da oben war eh nichts, oder? Hallo. Nee. Da oben ist nichts, okay. Veggie Mix. So. Haben wir hier alles? Wieso fahren wir denn hier noch nirgendwo? Ich bin doch deutlich verwirrt. Reiscan. Ein Patient. Chirurgische Eingriffe, Operationsgurte anlegen. Nachbesprechung abspielen. Hallo Volontär. Ich bin Bianca Goodwin, Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Im Namen von Transtar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Sie sind sicher desorientiert. Der Angriff namens aktoregressive Neurotomie, den Sie hinter sich haben. In den nächsten Stunden könnten Sie Gedächtnislücken und Probleme mit Ihrer Feinmotorik haben. Wichtiger noch, Sie haben keinerlei Erinnerungen an die Tests. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Ihre freiwillige Teilnahme ein großer Erfolg war. Sie liefert bereits wertvolle Informationen für unsere Forscher und Techniker. Also, ruhen Sie sich bitte aus. Wenn es Ihnen besser geht, komme ich für Ihr Entlassungsgespräch vorbei. Bis später. Hallo, Volontär. Ich bin... Warum ging das wieder von vorne los? Hä? Da liegt was zum Einsammeln drin, aber... Wir kommen da nicht rein. Okay, merkwürdig. Es hat sich schon mal gelohnt wegen den Neuromods, die wir jetzt hier gefunden haben. Und wegen dem Ziehhuber, aber natürlich mehr wegen den Neuromods. Drei Stück. Ich glaube, die meisten interessanten Sachen, die wir so... wollen, brauchen oder wie auch immer, kosten so vier Hypnos mindestens. Neuromods, sorry. Hallo. Schön. Komm her, komm her, komm her. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfung. Danke. Komme ich für Ihr Volontärbereich, ja, es ist, ich werde das nie finden, verdammt nochmal. Sind wir von hier gekommen? Ja. Ich werde das niemals. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Nee, Moment mal, ist mir nicht von da gekommen. Transtar, danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Ja, wir sind von hier gekommen, aber. Desorientiert. Wir waren trotzdem schon mal hier drin. Gerade eben. Habe ich die Tür nicht gesehen, oder? Okay. Da ging's raus. Ja. Sie liefert bereits wertvolle Informationen. Okay, okay, okay. Dieser Gang ist geklärt, jetzt gehen wir mal da raus und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft, weil dann sind wir ja schon in der oberen Ebene zum Teil jetzt gewesen. Bisher haben wir leider nicht gefunden, was wir suchen. Hallo? Weil ich sehe nichts. Mist, wo ist denn jetzt die Leiche? Mimik-Leiche? Da. Ich meine, da ist eh nur Schrott drin, ne? Brauchen wir eh nicht, aber egal. Da müssen wir jetzt mal die Sachen wegschmeißen. Komm mal her. Scheint... Raum zum Klettern zu sein.
Hier liegt einfach mal nichts rum. Interessant. Ist aber irgendwie auch ein ziemlich großer Wartungsraum oder Wartungsgang oder wie auch immer. Wartungsschleuse gesperrt. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass wir im Spiel eine gesperrte Wartungsschleuse finden. Hä? Ah, da drüben ist eine Leiche, sehe ich gerade. Wie kommen wir da jetzt hin? Ich will halt nicht hier runterfallen. Ist es Glas? Oh, da war Glas. Aber ich weiß nicht, wie fest Glas ist, wenn man einfach normal drüber läuft. Ich glaube, dann kann man doch relativ einfach einstürzen. Also einbrechen. Worauf ich eigentlich keine Lust habe. Hallo? Wie ist denn der hergekommen? Junior, wollen die mich verarschen? Junior Buckmann hat einfach nur eine Bananenschale mit. Ne, Zitronenschale. Das war's, mehr nicht. Hier liegt uns nichts drum. Keine Neuromods, gar nichts. Was für ein krasses, geiles Geheimnis, ey. Fuck. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, sorry, ich hab die... Okay, alles klar, scheint uns zu halten. Sehr gut. Ich hab die benutzten Plastikschläuche vergessen. Dafür hat sich natürlich gelohnt. Ich glaube, das Glas haben wir eingeschmissen, oder? Naja. Sicherheitshalber gehen wir mal nicht auf das Glas. Hat sich total gelohnt, diese Wartungsschleuse hier freizumachen. Vor allem, dafür brauchte man Hebelkraft 2. Muss man sich mal überlegen. Hebelkraft 2 brauchte man. Das sind, glaube ich, 4 Neuromods. Komplett schwachsinnig. Es könnte natürlich sein, dass der Loot, den man findet, dass der so ein bisschen nicht fest platziert ist. Sondern 2... 3, 2, 8. Sondern dass es halt zufälliger Loot ist, der also. Ich sehe kein Licht an. Der also nicht fest an den Orten liegt. Dann kann man halt Glück oder. Oder Pech damit haben, was man findet. Also, so erkläre ich mir zumindest. Das macht ja keinen Sinn. Ja, out of order oder keine Power halt. Ich weiß schon. Wie schalte ich denn die wieder ein? Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was wir finden können, aber ich würde halt auch super gerne... Drei Recycle-Ladungen, Verkabelungen, Plastikschläuche, 2 Flaschen Bourbon, Schachtel mit Zigarren. John, das ist keine Kleinigkeit. Ich würde das ernst nehmen. Ich habe Alex bereits über diese illegalen Waren informiert. Wir nehmen aus dem Programm, Zigarren und Alkohol sind eine Sache, aber wir können die Volontäre keine gestohlenen Recycle-Ladungen bunkern lassen. Was hat er wohl damit vor? Bowser. Bowser? Aus Mario oder was? Der macht hier also auch... Warum ist das so... Was ist denn hier passiert? Das hängt in den Texturen drinne. Der Stuhl bewegt sich auch so ein bisschen von allein. Merkwürdig. Ja, Bowser macht auch mit. Interessant. Von Mario, der böse Gegner. Waffen-Upgrade. In your face. Pistole. Magazinkapazität. Moment, haben wir noch eins? Ne. Doch, wir haben noch eins. Krass, dann haben wir das, haben wir vergessen, das zu nehmen. So, Magazinkapazität auf Maximum. Was wir nicht unbedingt brauchen, weil... Ah, doch, wir brauchen es. Haben noch genügend Munition. Wahrscheinlich können wir irgendwo den Strom einschalten und dann wieder an die Rechner ran. Hoffe ich zumindest mal, denke ich. Das würde Sinn machen. Ah, hier können wir jetzt vielleicht zum Strom... Oft sind doch die Generatoren in so einem Wartungsbereich drin. Ach, das ist auch wieder einfach nur eine Kletterpartie oder was? Ach Mann. Wehe, da ist wieder nichts oben. Dreh ich aber durch. Komm ich denn da jetzt. Oh Mann, muss ich jetzt echt noch meine Glue-Kanone benutzen? Nein, ich hab keinen Bock drauf. Mach ich das am besten. Ah, das war gut. Reicht das schon? Ist das ein Transkript? Eine Rohrzange, oh mein Gott. Naja, das ist jetzt zumindest ein Tick wertvoller und... Und besser als... Was wir bei dem anderen gefunden haben, bei der Leiche etc., aber egal. Noch einer. Da haben wir den platt gemacht. Ne, da rennt noch einer rum.
Und ein korrupter Disruptor, korrupter Dingens, ihr wisst schon. Hey, war da noch irgendwo einer? Da. Hä? Hä? Ach fuck, das ist ein Mimik. Okay, es war kein Mimik. Sorry. Mach das Ding einfach mal auf. V-Verstärker, was kann ich damit machen? Schleichangriffe stellen etwas Gesundheit wieder her. Okay, wir haben eh noch Platz. Komm rein. Die werden nass. Ach, ist das nicht der Raum, von dem wir gelesen haben, dass sie da eingesperrt ist? Klar, das waren die zwei Personen. Ich glaube, da haben wir auch den Pin für diese... Ach stimmt, war komplett dunkel. Ja, 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 das muss es hier sein. Der neurale Horizont 1 hatten wir schon. Bevor wir jetzt da reingehen und mit dem kaputten Operator beschäftigen. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Ich muss ja immer daran denken, dass ich auf diese blöden Schränke drauf gucke, weil ich nicht weiß, ob die vielleicht auch hier irgendwo sein könnte. Haben wir Möglichkeiten, das zu untersuchen? Versuchsdaten über ihren Geisteszustand. Experiment ist essentiell. Dr. Kian, es gibt kein Wollen, es gibt kein Oh, was? Der andere lebt auch noch? Oh, halt's mal. Was? Ich war auch noch tot? Ich habe überhaupt nicht auf meine Energie geguckt. Ich habe nicht gedacht, dass sie mir so viel abziehen. Fuck, hoffentlich ist es das letzte Mal. Speicher nicht so lange her. Oh, fuck, fuck. Ist auch ewig nicht mehr passiert. Die haben mich davon abgehalten, die Ladungen aufzuziehen. Ich dachte, der eine wäre schon tot. Scheiße. Da lief ja richtig peinlich schlecht, der Kampf. Okay. Okay, okay. Also es scheint nicht so lange her zu sein. Okay, okay. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, denke ich. What? Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Der Technopath. Der hat mich wahrscheinlich auch umgebracht. Kann ich hier durchschießen? Oh, fuck! Kann er mal aufhören mit dem Dreck? Anscheinend nicht. Alter, das ist aber auch eine Scheißstelle, um gegen so einen Typ zu kämpfen. Ich glaube, ich lasse es und gehe wieder zurück. Kein Bock hier auf diesen Dreck. Ich bin ja eh jetzt dazu übergegangen, nicht mehr alles zu klären, was hier drinnen was hier drinnen zu klären ist, von daher scheißegal. Ich nehme jetzt auch die Leiche mit hier. So, dann gehen wir zurück. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Eigentlich will ich ja bloß diese blöde Schlüsselkarte finden. Die werde ich am Ende sowieso nicht finden. Ich sehe es schon kommen, ey. Hm.
Also war dann wohl die Kantine, wie es. Oder nee, der Freizeitraum. Ja, ist der Freizeitraum, nicht die Kantine. Aber anscheinend ist vielleicht auch Kantine und Freizeitraum gleich. Aber schön, hier auf dem. Ich bin ein Volontär. Hier auf dem Tisch liegen auch Nahrungsmittel rum. Bei der wirklichen Kantine oder im Restaurant, in dem wir waren, da war überhaupt nichts. Ich bin ein Volontär. Auszug aus einem Interview mit einem Transtar-Volontär. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 2 Jahren, erzählte mir Alexei Petrov. Die Talos 1 verändert einen, strukturiert einen zu einem besseren Menschen um. Petrov und 3 weitere Mitglieder der Menschewiki-Bewegung waren für die Anschläge auf dem Roten Platz mit 32 Todesopfern im Jahr 2029 zum Tode verurteilt wurden. Nur 2 Wochen vor seiner Hinrichtung war jedoch der Technologie-Gigant Transtar an ihn herangetreten, um ihm eine zweite Chance zu geben. Im Rahmen eines neuen Programmes namens Transtar-Volontär-Initiative erhielt Petrov die Möglichkeit, seine Strafe umzuwandeln und dafür als männliches Testsubjekt zu arbeiten. Sie sagten, komm zu uns auf die Raumstation, arbeite mit uns an streng geheimen Projekten, gib der Welt, der du so viel genommen hast, etwas zurück. Und das tat ich, so Petrov. Ich bin froh darüber. Petrov ist es nicht gestattet, über seine Arbeit auf der Talos 1 zu reden. Man kann jedoch nicht leugnen, dass er ein veränderter Mann ist. Der frühere Abbrecher der Sekundarstufe macht gerade seinen Doktor in Astrophysik und hofft, eines Tages für Transtar arbeiten zu können. Aha, also haben sie schon angefangen mit ihrem Umerziehen. Ach, sind wir schon wieder voll? Wir müssen echt mal unseren Anzug vergrößern. 6 kostet das, wir haben gerade mal 3. Wir müssen echt, also wir müssen den auf jeden Fall, wir brauchen mehr Inventar, verdammt. Also mehr Inventarplätze, mehr Inventar nicht, weil dann ist ja noch schneller voll. Machen wir mal kurz die Taschenlampe aus, um wieder zu regenerieren. Da ist ein Mimik. Das geil, dass der in der Luft hing. Ja. Oh, es blendet wieder so extrem zum Teil. Das ist zum Kotzen. Kaputter Operator. Abgemacht! Luca ist kein Schmuggler. Ich weiß nicht, wieso er dieses Zeug besitzt. Ich kann Ihnen zeigen, wo er es aufbewahrt. Aber quid pro quo. Wenn Sie die Ware wollen, dann drücken Sie bei mir ein Auge zu. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren. Woo! Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö!